Antimikrobion. Hier steht hier Anti. Da! Hier steht der Gorillaglas. Moin Leute, willkommen im Bruderland. Das heutige Video geht an die Chromebook-Fans unter euch oder diejenigen, die vorhaben, sich ein Chromebook anzuschaffen. Und zwar habe ich hier das Acer Chromebook Spin 311. Das hatte ich mir irgendwann mal im Dezember bei Cyberport bestellt und in so einem Bundle mit Pixelbuds. Und jetzt war es auf einmal lieferbar, ein halbes Jahr später. Und ich habe es zu dem Preis von damals bekommen, deswegen habe ich es mir für 149 € geschossen. Kostet normalerweise 252 €. Wir gucken uns das Ding heute mal kurz an. Nehmen wir eine kurze Installation vor und dann schauen wir mal, was man für das Geld so in Sachen Chromebooks bekommt. Was erwartet uns denn so hier in dieser Kiste? Wir haben hier... sieht sogar nach einem richtigen Netzteil aus. Also wir haben hier ein USB-C-Netzteil mit 45 Watt müssten das, glaube ich, sein. Genau, 45 Watt. Also richtig mit so Kaltkabel und so. Und das war aber auch schon quasi das ganze Zubehör. Dann haben wir hier noch ein Setup Guide International Acer Offices. Ja. Und hier haben wir das gute Stück. Was hier vielleicht ganz interessant ist, das ist ein Chromebook, das auch ein Touch-Display hat. Das heißt, man kann dann relativ natürlich, glaube ich, damit arbeiten, wenn man sonst nur ein Tablet gewohnt war. Und ja, hier sehen wir hier einmal Chromebook Acer. Ist auf jeden Fall recht schmal. Hier sehen wir den Power-Button, Kopfhörer und einen USB-C-Anschluss. Das ist wohl USB 3.1. Hier haben wir noch einen USB-A-Anschluss. Das ist aber, glaube ich, nur USB 2.0. Hier haben wir noch eine Taste, was auch immer die macht. Hier haben wir das fürs Kensington-Lock. Und ja, das waren, glaube ich, auch schon alle Knöpfe, die es hier gibt. Aber das Schöne ist, per USB-C kann man hier einfach einen Dongle anschließen und dann das Ding vollwertig nutzen. So, und da wären wir auch schon. Und das ist das gute Stück. Vollwertige Tastatur, ein Touchpad haben wir hier. Up to 15 Hours Battery Life, das soll wohl ermöglicht werden durch diesen Cortex-Chipsatz, der hier drin ist. Hier ist ja auch so eine Mali-GPU drin. Leichtgewicht bis zu 1 Kilogramm. Ich drücke einfach mal auf den Start-Button. Gut, da tut es jetzt erstmal nichts. Dann nutzen wir doch die Chance und geben dem Ding einfach mal kurz Saft. Hier steht der Gorillaglas. Und was man hier vielleicht sieht, okay, große Display-Ränder sind auf jeden Fall hier. Hier oben ist auch noch eine Webcam drin. Also, das kennt ihr vielleicht von Smartphones, ein bisschen kleiner. Irgendwelche Abstriche muss man für diese Preisklasse wohl doch haben. Aber das Schöne ist, wie gesagt, ein Touch-Display ist hier drauf. Wenn es denn mal funktioniert. Genau. WLAN kann man hier nutzen, was hier auch ganz schön ist. AC-WLAN, also 5 GHz WLAN geht hier. Ich gebe gerade mal das Passwort ein. Nutzungsbedingungen. Zum Betriebssystem, wie gesagt, Chromebook, Chrome OS kann man hier erwarten. Deswegen braucht man hier auch nicht allzu viel Power. Das ist jetzt die Version, die hat 64 GB internen Speicher, 4 GB RAM. Eine SD-Karte kann man da, soweit ich weiß, nicht nachrüsten. Mal sehen, wie weit ich da mit Chrome OS komme. Aber das sollte ja eigentlich nicht so das Thema sein, weil ja eigentlich alles in der Cloud ist. So, das ist jetzt für mich. Also das Touch-Display kommt mir schon wieder ein bisschen träge vor. Macht mir ein bisschen Angst. Dafür finde ich die Tastatur dann ehrlich gesagt umso angenehmer. Nee, also auch wenn es hier so Plastik-Kunststoff ist oder so, ne, das ist, kommt mir trotzdem noch alles recht hochwertig vor. Also auch so von der Optik. Und dann sind wir eigentlich mit der Einrichtung auch schon fertig, wie ihr hier sehen könnt. Glückwunsch zum neuen Chromebook. Und da sind wir auch schon. Ja, also wie gesagt, die 11,6 Zoll sind jetzt nicht riesig, sie sind aber auch nicht klein. Das ist jetzt, hat jetzt dieselbe Größe von meinem iPad. Also das ist die Größe von meinem iPad. Also das passt vom Display ganz gut. Was vielleicht noch ganz angenehm ist, man kann das Ding ja auch als Convertible nutzen. Ne? Also quasi dann so. Und das ist ja ganz praktisch eigentlich. Ne? Dann kann man es ja theoretisch auch so hinstellen. Also, vielleicht kennt ihr ja das Lenovo Yoga oder sowas. Und ja, aber ansonsten läuft das soweit. Von der Performance macht es auf jeden Fall auch mehr Spaß als das letzte Chromebook, das ich hatte. Okay, jetzt werden, glaube ich, im Hintergrund eh ganz fleißig Apps runtergeladen. Okay.
Wie gesagt, Chrome OS ist es. Der wird jetzt eben Hintergrund fleißig Apps installieren und sowas. Aber kommt mir jetzt erstmal ganz interessant vor. Vielleicht sei zur Auflösung noch gesagt, wir haben hier keine Full-HD-Auflösung, sondern nur HD-Ready. Aber das ist oder teilweise sehr früh. Also einmal war es ganz extrem besser. Glaube ich, zu vernachlässigen. Ja, aber insgesamt macht das Ding eigentlich einen sehr ordentlichen Eindruck. Also so, was ich hier so an Hardware sehe und fühle, fühlt sich das nice an. Die Kamera, da habe ich jetzt keine großartige Erwartung. Das ist aber ein grundlegendes Problem von allen Notebooks. Und ja, ich werde jetzt das Ding einfach mal in Zukunft abends als Daily Driver nutzen, statt meinem iPad. Mal sehen, ob mich das überzeugt, so zum Konsumieren, oder ob ich da auch wieder an meine Grenzen komme. Aber falls ihr Fragen zu dem Acer Chromebook Spin 311 habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und wie gesagt, ich teste das Ding jetzt einfach mal im Alltag. Und damit verabschiede ich mich jetzt erstmal in Urlaub. Macht's gut, bis die Tage. Ciao, ciao.